Die Woche vergeht und die Sondermott wird's Frühling. Blümli blüht und das Gras wächst. Unsere Familie schafft im Garten. Sie sitzen Herdäpfel, Riepli und Kobis. Der Friede wächst zu seinen Hosenüss und Frieda aus seinem Kleid. Und Beet bekommt Nägel nie ausgewandt. Seit dem Besuch vom Fremden geht es der Familie besser. Das Geld schweinet nicht mehr so schnell wie früher. Und dabei leben sie nicht anders als voran. Der Vater denkt manchmal, wenn er den Fremden mit der Geiss beobachtet hat oder wenn er mit der Kuh in einer fremden Sprache geredet hat. Und die Mutter ist manchmal ganz nachdenklich wegen diesen Zeichen oder Tieren. Der Friede und das Frieda erzählen in der Schule von Elchen, langen Nächten und Nordlichter. Mitschäler schüttelt nur der Kopf und der Paul ist immer noch hinterlistig und bes. Es war an einem Frühlingstag, wo der Friede und das Frieda vom Garten heimgekommen sind. Der ganze Tag hat die Sonne geschonen und es war glanzheiter. Aber seit einer Stunde hat es an den Bergen Gewitterwolken gegeben und der Himmel ist ganz komisch gefärbt. Das sieht nicht gut aus, sagt der Friede. Und es kommt Gewitter, hoffentlich kommen wir noch trocken heim. Sie sind wirklich erst ein paar Minuten unterwegs und es zuerst mal gierig blitzt und sofort donnert. Schnell heim, rief Frieda. Die zwei Kinder rennen so schnell wie es möglich. Unterdessen hat es auch ja verregnet. Völlig ausser Schnüff kommen sie daheim an. Du bist ja ganz verzäuset, rief der Friede. Und deine Zipfen sind da aufgegangen. Beide lachen. Aber jetzt hat es schon geblitzt. Der Himmel ist ganz dunkel. Innen miedig, rief die Mutter. Und in einem Satz sind sie im Haus. Es blitzt und donnert und hört nicht mehr auf. Das Kleinste hat Angst und prägt. Das wären wir schon und das Gewitter. Gut, sind wir daheim. Dann geht sie in die Stube, nimmt das Kleine auf den Arm und tröstet es. Psst, es kommt schon gut. Frieda und der Friede stehen am Fenster und schauen auf die Gas raus. Draussen regnet es wie uns Kippeln. Wow, macht der Friede und der Friede sagt, das tät man schon noch. Und dann fährt ein gewaltiger Blitz vom Himmel und sofort donnert es grässlich. Das Kleinste schreit und der Friede und der Friede sind starr vor Schreck. Der Vater ist aufgesprungen und ans Fenster gegangen. Ein Moment lang ist alles still. Und dann kehrt es. Etwas knistert und prasselt. Der Vater reisst die Stubentieren auf und rennt vor das Haus raus. Der Friede und Frieda hinten drin. Und jetzt sehen sie es. Im Nachbarhaus hat der Blitz eingeschlagen. Aus dem Dach schlägt die Flamme. Es brennt. Feuer! Hilfe! Feuer! Es brennt! In der Gosse zu Andermatt geht es Leute zu und her. Die Leute rennen aus den Häusern mit Kippeln und Kannen in den Händen. Vor dem Brunnen gibt es eine Menschenschlange. Die Feuerwehr kommt mit Leitern und die fangen sie auf zu löschen. Also gut, als es etwa geht. Also schnell, wie es gekommen ist, ist das Gewitter vorbei. Nur von der Furka nach donnert es noch ein bisschen.
regnen tut es auch fast nicht mehr. Mutter mit dem Kleinsten im Arm hat der Friede und Frieda mit den zwei Kleineren vom Haus weggezerrt und der Hang darauf geschickt, bis sie ein paar Meter über dem Dorf stehen. Immer mehr Leute kommen der Hang darauf. Grossväter und Grossmütter und schauen auf den Brand. Fängt dieser Haus an zu verbrennen? Fragt Frieda und trägt sie an die Mutter. Ich weiss es nicht, sagt sie leislich und nimmt das Mädchen fest an sie an. Der Friede ist unterdessen noch ein paar Meter höher der Hang darauf und ist ganz durcheinander. Er schaut auf das Haus ab und sitzt ins Gras. Es brennt immer noch. Wir brauchen das Feuer, es gibt Wärme und man kann kochen auf dem Feuer, haben die Eltern nochmals gesagt. Aber man muss unsinnig Sorge haben, sonst wäre es gefährlich. Feuer kann alles kaputt machen, ganze Häuser und sogar Dörfer. Der Friede schaut und sieht, dass das Feuer am Verlöschen ist. Da kehrt der Ripper schluchzen, aber er sieht niemand. Da prägt Ripper. «Hoi!» fragt er leislich. «Wer prägt da?» Das Schluchzen wird immer lauter. Er geht ein paar Meter und schaut hinter einen Strauch. Da hockt der Paul. «Unser Haus brennt. Alles ist fort und verloren.» Der Friede bleibt einen Moment stehen und plötzlich sieht er das Gesicht vom Fremden vor sich. «Komm zu einem», sagt der Fremde. Der Friede überlegt nicht lang und sitzt neben Paul ab und legt ihm den Arm um die Schulter. Sagen tut er nicht, aber das muss er auch nicht. Der Paul schluchzt noch ein bisschen. Er bleibt noch ein Moment hocken und dann wischt er seine Tränen aus dem Gesicht. Er schaut der Friede an und der nimmt ihm den Arm ab der Schulter. Die stehen säufend, suchen ihre Leute. Es ist schon fast dunkel, und ein Mann der Hang aufzulaufen, der kommt. «Das Feuer ist gelöscht!» rief er. Er ist ganz rössig im Gesicht und stinkt nach Rauch. «Gott sei Dank!» kehrt man überall und dann geht jede Familie nach und nach zurück ins Dorf. «Was ist eigentlich mit unserem Haus?» denkt der Friede. Er kann sich das gar nicht vorstellen, dass alles abgebrunnen wäre und das nie mehr rum ist. Hoffentlich leben die noch. Mit der Mutter und den Geschwistern geht er auf den Heimweg. Sie sind schon fast beim Haus, wo der Vater zu laufen kommt. Auch er ist ganz rössig und stinkt vor euch. «Unser Haus steht noch, es ist nicht passiert.» Er nimmt die Mutter in den Arm und gibt ihr einen Schmutz. Die Knie wieder ab und nimmt die Kinder in die Arme. «Was für ein Glück, als wir hatten», sagt er. Und die Tränen laufen ihm über die Backen. Jetzt gehen sie miteinander heim. Wie abgeschnitten steht da ihr Haus an der Wand, wo ihr Nachbarhaus gestanden ist. Ist nie mehr. Alles ist abgebrunnen. Aber ihr Haus steht da, felsenfest. Der Vater holt das Vieh, wo sie auf die Weidhäuser getrieben haben, wieder heim. Und auch den Tieren der Nachbarn hat es nicht da. Aber sie meinen jetzt in anderen Ställen. Nachbarsfamilie steht vor den Resten von ihrem Haus und die Eltern von Friede probieren sie zu trösten.
auch der Talammen ist gekommen und redet nicht zu. Das Haus werden schon wieder aufgebaut. Alle werden helfen. Der Fredi und die Frieda sind mit den Kleinen in die Stube rein, sind am Boden gesessen, für mit ihnen zu spielen. «Spiel doch auch mit uns», meint Frieda zum Fredi. Aber der schüttelt nur den Kopf. «Ich muss noch einmal raus», sagt er. «Irgendetwas ziehe dann raus.» Der Fredi geht auf die Tiere zu und es ist ihm, als ob die Zeichen, die der fremde Tiere geschnitzt hat, wurden leichter. «Ich habe kein Geld, das habe ich euch schon gesagt. Aber etwas sollt ihr zur Belohnung schon haben. Übers Haus kommt in grosse Gefahr, aber es wird nicht passieren», hat der Fremde beim Abschied gesagt. Der Fredi lächelt, weil der Fremde das Haus vor Schaden beschützt hat. In dem Moment kommt der Paul auf ihn zu. Er ist ganz vergelstert, ganz anders als sonst. «Danke», sagt der Paul und schaut dem Fredi in die Augen. «Danke, dass du vorig für mich da gsi bist. Es tut mir so leid, dass ich dich immer geplagt habe. Du kannst ja nicht dafür, dass du sticklisch und dass ihr arm sind. Ich bin auch so ein Esel gsi und das tut mir jetzt wirklich leid.» Der Fredi ist ganz baff, schaut zu Boden und dann auf die Tiere. Es ist ihm wieder, als ob die Zeichen wurden leichter. Der Fredi lächelt und schaut dem Paul in die Augen und sagt, ohne zu stickeln. «Ist schon in der Ordnung. Frieden!»